6 Köche, 30 Gerichte. Das heißt, Sterneköche bereiten bodenständig, aber dennoch besondere Gerichte für sie zu und gewähren ihnen exklusive Einblicke in ihre privaten Küchen. Ich bin Carsten Rath, Helios und damit heute Ihr Service- und Kulinarik-Experte. Juan Amador hat eine Vitamin- und Geschmacksbombe für Sie vorbereitet. Viel Vergnügen mit seinem Gazpacho Andaluz. Ja, hallo zusammen hier in Wien. Wir werden heute mal gemeinsam kochen. Leicht, lecker und schnell zubereitet. Ich freue mich. Bleiben Sie dran. Ja, wir fangen an mit einem Gericht aus meiner Heimat, Gazpacho Andaluz. Aber diesmal nicht als kalte Suppe, sondern eher so als Smoothie. Was brauchen wir? Schneiden wir das Kernhaus raus, den Strunk meine ich. Dann schneiden wir alles in grobe Würfel. Kommt das alles in einen Mixer. Als nächstes die Paprika. So, Paprika machen wir das Kerngehäuse raus. Brauchen kleine Würfel. Und in den Mixer. So, die Gurke tun wir schälen. Weg. Hier. Ja, dann machen wir auch hier das Kerngehäuse ein bisschen raus, aber mit dem Löffel hier runterfahren. Man kann das auch drin lassen, ich finde aber besser, wenn man es wegmacht, gehen die Bitterstoffe nicht so rein, beziehungsweise erst gar nicht hinein. So, fertig. Dann hol Würfel. Nehmen wir hier eine Scheibe Toastbrot oder so ein Tramezzini. Einfach nur damit das Smoothie so ein bisschen eine Bindung bekommt. So. Saft von einer Zitrone. So, dann brauchen wir ein bisschen Salz. Pfeffer. Bisschen an Essig, weißen Essig oder so normalen. Dann ein bisschen von dem Saft und eingelegten Gurken. Tomami. Tomami ist ein Tomatenkonzentrat und gibt dem Ganzen nochmal richtig Kraft. Dann nochmal Olivenöl. Und je nach Geschmack ein bisschen Tabasco. So, und jetzt gehen wir dahin auf den Mixer und pürieren das ganz fein. Okay, so, packen wir das hier in den Thermomix. Jeder normale Mixer funktioniert genauso. Und dann pürieren wir das. So, jetzt haben wir die fertige Gazpacho. Packen wir die schön auf ein Sieb und passieren die durch. Immer schön in Bewegung halten. So, dann füllen wir das am besten in eine schöne Karaffe. Am lauen Sommertag wunderbar servieren. Ein Weinglas mit Eis
und die Gazpacho drauf. Bisschen Liebe. Fertig. Wenn Sie sich nun Juan Amadors spanischen Smoothie schmecken lassen möchten, klicken Sie doch einfach auf sein Rezept auf unserer Webseite. Dort finden Sie auch alle weiteren Kreationen unserer Helios Sterneköche. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude.